Mädel zusammen. Wie ihr dem Titel schon nehmen könnt, ist es für mich wohl heute an der Zeit, Mädel off zu sagen. Nach 10 Jahren Drachengame, ja, findet die ganze Sache nun für mich ein Ende. Aber warum das denn so ist und was vor allem für mich im letzten Jahr, würde ich sagen, entscheidend war, jetzt diesen Schritt zu gehen, das will ich in diesem Video erklären. Also kleiner kurzer Schnipsel und dann starten wir rein. Ah, es wird langsam Zeit, sich zu der Scheiße hier zu äußern. Die Lügen, die du über dich verbreitest auf YouTube Deutschland. Früher waren es Metal-Videos oder unbesiegt. Heute sind es Taschenmuschis und Juno-Streams. Wie es heute ist, war nicht unser Wille, ehrlich. Drache wie so ein Masse unter 100 Euro jährlich. Rainer sitzt bei sich daheim und lügt, um seinen Ruf zu retten. Doch du würdest so gern in eine Mulle deinen Lümmel stecken. Du bist vogelfrei, weil du den Ehrenkodex brichst. Du bist nicht interessant, ohne RBS auf Twitch. Wir sind angeblich Sklaven dieses Schaffs, du kranker Bastard. Schäm dich, RBS war sowas wie dein Lover. Du hast dank uns gelebt, so wie ein König in deinem Stream. Kein Vermögen hier verdient, plötzlich höre ich es gekriegt. Du hast vergessen, wo du herkommst, der Stream raubt dir die Sinne. Aber kein Problem, ich helf dir auf die Sprünge. Rainer. Ja, ich will natürlich nicht hier das berühmte Boku Vallejo, das Leben und Tod des Rainer Winkler nachmachen. Aber ich habe mir gedacht, es ist dann doch ganz passend, da das ja eins der Videoerzeugnisse aus meiner sehr aktiven Zeit damals war, das sehr viele Wellen damals geschlagen hat und das ich in der Rückbetrachtung dann doch ganz witzig fand, auch heute nochmal anzuschauen, weil wir irgendwie anhand auch dieses kleinen Videoschnipsels sehen können, wo wir uns heute hinbewegen. Und ich habe ja gesagt im Vorhinein, ich möchte heute einfach mal erklären, warum steige ich aus dem Drachengame aus, also warum ist es für mich an der Zeit, Mädel off zu sagen, warum bin ich zu dieser Entscheidung gekommen und vor allem, was ist im letzten Jahr passiert, was mich immer mehr an diesen Punkt gebracht hat. Vorweg, die letzten paar Wochen kamen keine Videos aus verschiedenen Gründen. Einerseits war ich längere Zeit krank und leider nicht imstande dazu, wirklich was aufzunehmen oder auch wirklich zu schneiden. Das geht jetzt zum Glück wieder. Und andererseits muss ich auch sagen, der Schritt heute ist natürlich irgendwie darauf folgend, was in den letzten Wochen auch gedanklich bei mir passiert ist. Ich möchte hier mal kurz ein Video von unserem Speckbeppo einspielen. So, ich habe mir heute mal ein paar Gedanken gemacht. Ich bekomme immer wieder E-Mails, Nachrichten, WhatsApp und so weiter, in denen heißt es dann sowas wie: Du bist so ab von der Realität, dein Realitätssinn ist so fern, dein Sinn fürs Echte ist falsch. Aber da habe ich mal eine Frage an alle Hater, Kritiker und Trolle, die meinen, die müssen mir immer auf der Nase rumtanzen. Polizei, Feuerwehr und ich weiß gar nicht, was noch alles anrufen und Scheiße bauen. Andere Menschen angreifen und ich weiß gar nicht, was sie alles noch für Mist machen. Ihre ganzen illegalen Aktivitäten, die ganze geklaute Kohle, den geklauten Content, den Scheiß, den sie bauen. Was glaubt ihr, wie lange ihr damit noch vor irgendwas weglaufen könnt, vom Gesetz weglaufen könnt? Und noch was. Ist nicht eher euer Realitätssinn für den Arsch? So ein Verhalten, das ihr an den Tag legt und dann werft ihr anderen Realitätsverlust vor? Und ich muss sagen, dieses Video war dann tatsächlich vor einigen Tagen für mich wirklich der Grund zu sagen, nee, ich will das nicht mehr. Ich will meine persönliche Lebenszeit und auch vor allem Lebensqualität nicht mehr dieser Sache in irgendeiner Form hingeben. Und ich will auch ehrlich gesagt nicht, dass ihr das tut. Mir ist natürlich ehrlich gesagt völlig einerlei, was ihr konsumiert oder mit was ihr eure Zeit so gern verbringt. Aber ich habe für mich auf jeden Fall entschieden, dass ich das nicht mehr möchte. Ich kann mir diese elendige, ewige Schallplatte vom Rainer Winkler, der anscheinend dann doch so erfolgreich durch sein Leben geht, ich kann mir die nicht mehr anhören. Es ist seit Jahren die gleiche Nummer und es lässt sich seit Jahren auch zu dieser ganzen Sache nichts anderes sagen wie: Rainer, du bist besiegt. Rainer, nicht! Niemals! Besieger!
Rainer, du bist besiegt gewesen an dem Tag, an dem eine Gruppe von Hädern dich entdeckt hat. Rainer, du warst spätestens dann auf jeden Fall besiegt, als du mit deinem Fort Blue die Einfahrtstore der Schanze das letzte Mal verlassen hast. Das war der Punkt, an dem du, Rainer, hättest spätestens realisieren müssen, dass jetzt der Punkt gekommen ist, an dem du definitiv nach allen stichhaltigen Gesichtspunkten besiegt bist. Und daran hat auch in den letzten Monaten nicht wirklich viel dran geändert. Also auch wenn Rainer uns natürlich jetzt mit seiner tollen Jessica weismachen möchte, dass er ja doch so supi erfolgreich in seinem Leben ist. Also wer das hier als großen Lebenserfolg sieht, gut, dem möchte ich das nicht wegnehmen. Ich persönlich würde es nicht so sehen. Und das ist genau auch das Ding. Die Frage ist doch auch immer, für was tut man das Ganze? Und man kann Rainer natürlich jetzt die nächsten Jahre noch so weiter behaken und so befeuern, wie wir das die letzten 10 Jahre getan haben. Aber man muss sich natürlich irgendwann auch die Frage stellen, wo führt das Ganze hin? Und ich glaube, in Bezug auf Rainer bringen wir alle immer wieder gerne die Metapher des Wahnsinns. Also ich erwische mich zumindest immer mal wieder dabei, wie ich sage, naja, Rainer ist so wirklich die Definition vom Wahnsinn, denn er macht immer wieder das Gleiche und erwartet ein anderes Ergebnis. Und man muss aber doch bei näherer Betrachtung und bei ja eigentlich auch ehrlichem Rückschauen, was man denn die letzten Jahre so getan hat, eigentlich auch zum Entschluss kommen, dass man selber vielleicht mittlerweile auch ein bisschen diesem Wahnsinn anheimgefallen ist. Denn Fakt ist, wir hoffen immer wieder darauf, dass Rainer dann doch mal wieder andere Dinge tut oder vielleicht eine große Änderung sich irgendwie bei ihm einschleicht oder vielleicht doch noch der Knopf aufgeht und wir den ja, Content Creator kriegen, den er uns seit einem Jahrzehnt verspricht. Aber seien wir doch mal ehrlich, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr und dementsprechend wird sich's bei Rainer auch so verhalten. Also, die Sache mit Rainer ist das gleiche wie die letzten 10 Jahre auch und neben diesem ganzen Faktor, dass eben die Dinge immer gleich bleiben, ist aber im letzten Jahr auch einiges passiert, was mir ja immer wieder sauer aufgestoßen ist. Ich hege keinen Anspruch jetzt hier auf Vollständigkeit oder irgendwie chronologische Richtigkeit. Ich habe mir hier einfach mal grob Punkte runtergeschrieben, die so ein bisschen mein letztes Jahr ja Revue passieren lassen und auch das, wie ich das erlebt habe. Es wird bestimmt auch ein paar Infos geben, die ihr noch nicht kennt oder die ich vielleicht noch nicht erwähnt hatte. Also ich habe mir auch mal einfach alles geschnappt an Infos und an Kram heute, den ich noch irgendwie durch die Gegend fliegen hatte und will den heute auch euch einfach mal veröffentlichen. Denn, das sei auch gesagt, es nervt mich wahnsinnig, wie man dann doch immer mal wieder angesprochen wird, wenn Leute auch vermuten, dass man Infos hat. Also Leute, wie gesagt, ich sag's immer wieder, das ist reines Privatvergnügen und weder ich noch irgendjemand anderes steht in der Pflicht, irgendjemandem hier Rede und Antwort zu stehen. Also das ist so eine Sache, die stößt mir auch schon seit Monaten immer wieder sauer auf. Aber gut, lassen wir das mal beiseite. Starten wir doch einfach rein. Wie war mein Rückblick dieses Jahres sozusagen? Also ganz klar, was im Fokus dieses Jahres stand, war TikTok-Pimp Katal und seine Handlanger. Das lässt sich, glaube ich, auf jeden Fall so sagen. Und ich habe mir auf jeden Fall nochmal die Mühe gemacht und auch nochmal mir ein bisschen den Verlauf dieser ja, ganzen komischen Geschichte angeguckt. Und es war am Anfang ja eigentlich eine relativ belanglose Angelegenheit. Und zwar Reini streamte und lernte unseren Narko kennen. Narko, der stellte sich im weiteren Verlauf als sehr seltsame Person, finde ich, heraus. Er hat sich zwar der Community gestellt in Form von Fragen auf unserem Discord-Server, was natürlich irgendwie schon mal eine coole Handlung war, aber am Ende muss ich ehrlich sagen, ich habe mir eben gestern oder vorgestern war es, den, ja, ich glaube, er geht ein bisschen über eine Stunde Ausschnitt nochmal angeguckt. Ey, du hast den Chase noch bestärkt, ja, die ganze Zeit danach noch. Das ist kein Spiel, das ist kein Spiel. Ja, klar. Ja, natürlich. Ja, ach so, ja klar.
und muss sagen, da wurde nicht wirklich Rede und Antwort gestanden. Also im Chaos des Moments schien es dann wohl so, dass alle befriedigt waren, aber ich glaube, die meisten, auch der Fragesteller damals, wenn sie sich den Ausschnitt nochmal angucken werden, zum Entschluss kommen, dass da nicht wirklich drauf geantwortet wurde. Und Narko selber ist für mich auch bis heute eine komische Charaktere, denn er verschwand daraufhin auch relativ schnell. Man kann sich jetzt die Frage stellen, was hat den dazu getrieben, dann Rainer auch vor allem ja, zu den Leuten zu treiben, die dann später für unser gesamtes Jahr 2023 im Drachengame entscheidend sein sollen. Ob da Geld geflossen ist, ob da andere Interessen dahinter standen, keiner weiß es so wirklich genau. Es gab längere Zeit mal, zumindest von mir und ein paar anderen Leuten, die Spekulation, dass Narko sich da irgendwas von erhofft hatte, da ja auch besagter Jason und Katal wohl angeblich Kontakte in die Musikszene hatten, zumindest zu J-Loof bestand da ja immer mal wieder Kontakt und es ist davon auszugehen, dass sich ein junger, aufstrebender Hip-Hop-Künstler vielleicht da auch ein bisschen von erhofft hat, was abzugreifen. Narko verschwand, stellte sich dann immerhin noch den Fragen, aber war dann auch im Endeffekt weg. Und dann starteten diese wahnsinnig elendigen Streams mit Jason und Katal. Jeder darf doch jeden spenden. Und ich verdiene doch trotzdem hier auf der Plattform. Aber du könntest noch mehr machen mit mir. Mailin ist meine gute Mitspartnerin. Wir kennen uns lang. Sie hat gesagt, sie braucht Neues. Ja, die Jason Katal Streams, die dann auch am Ende mit Rainer zusammenliefen, die waren entweder skurril oder langweilig, nicht wirklich spannend. Es gab zwar immer mal wieder ein paar Momente, die dann doch für entweder einige Fragezeichen gesorgt hatten oder irgendwie ein paar Lacher, aber im Großen und Ganzen war das jetzt nicht so das Ding. Es gab dann im weiteren Verlauf immer mehr und immer besser Kontakt zwischen Jason und Katal. Und dieser Kontakt wurde dann irgendwann auch so intensiv, dass man auch regelmäßig miteinander geschrieben hat. Das ist zumindest das, was man heute weiß und was auch bestätigt wurde durch Rainer selber und auch durch Katal, auch durch die eigenen Leaks, die ja dann später veröffentlicht wurden. Ein Fass, über das man auch nochmal wahnsinnig lang reden könnte, aber das ich heute auch aus diesem Video ausspare, weil es sich wirklich nicht lohnt. Aber man hatte dann immer intensiver Kontakt und es kam dann irgendwann in Hof, am Bahnhof, zu einer Begegnung mit Rainer und Katal. Bei dieser Begegnung wurde Rainer, zumindest soweit ich das weiß, auch körperliche Gewalt angedroht, da Rainer zuvor in seiner Tölpelhaftigkeit Katal Inhalte geschickt hatte, die Raini entsprechend wieder relativ eklig waren. Daraufhin ist Katal der Kragen geplatzt. Was aber interessant ist und warum ich diese ganze Geschichte erzähle, dieser Moment ist entscheidend, denn ab dem Moment beginnt etwas bei Rainer, was er zuvor, glaube ich, selten gehabt hat. Und zwar, er hatte Angst. Rainer hatte zum ersten Mal tatsächlich, glaube ich, wirklich Angst vor jemandem. Rainer hatte Angst vor Katal. Ich weiß nicht, ob er immer noch Angst vor Katal hat, aber er hatte auf jeden Fall Angst vor Katal. Das hat dieser auch selber so gesagt, dass ihm das bewusst ist, dass Rainer Angst vor ihm hat im Endeffekt und dass Rainer spurt auch, wenn er das sagt. Und damit beginnt etwas, was dann die nächsten Monate dazu geführt hat, was wir gesehen haben, und zwar diese Streams. Wie die Sache an für sich im Hintergrund dann en detail gelaufen ist, das ist sehr verworren und auch mir bis heute nicht wirklich klar. Ob Rainer irgendwie eine Wohnung von denen gestellt bekommen hat, ob Rainer temporär dann doch in einem Hotel untergekommen ist, niemand weiß es so ganz genau. Fakt ist auf jeden Fall, man hat sich wohl darum gekümmert, dass Rainer irgendwo unterkam. Rainer war auch längere Zeit bei Katal selber in der Wohnung wohl oder zumindest in der Umgebung dieser Wohnung. Und man hat dann da gestreamt. Mit welcher Absicht? Da kann man jetzt spekulieren. Es gab ja die kreativsten Ideen, was denn dahinter stehen könnte. Ich selber lange habe auch gedacht, es könnte sich hier vielleicht um Geldwäsche handeln. Dann hatte ich vielleicht überlegt, was gibt's denn sonst noch für Optionen? Und mittlerweile muss ich ehrlich sagen, wenn man sich das dann doch alles mal so gesamthaft anschaut und vor allem jetzt auch das Ende anschaut, das ja dann doch relativ langweilig war, also Raini wurde wohl einfach vor die Tür gesetzt,
dann kann man doch sagen, ich glaube, hier wurde einfach versucht, sich ein Barello zu ziehen. Man hat gehofft, Rainer ist die minderbemittelte Cashcow, die Barello eben darstellt oder ja verkörpert sozusagen. Und man könnte mit ihm ja einen richtigen Reibach auf TikTok machen. Rainer ist bekannt, Rainer hatte mal 100.000 YouTube-Abos. Also prinzipiell von den Startvoraussetzungen wäre Rainer ja wesentlich besser gewesen sogar als Barello. Dass Rainer natürlich sich am Ende nicht da behaupten kann und auch irgendwie nicht durchsetzen kann, das war uns allen schon zuvor klar und es hätte auch den Personen klar sein können. Aber man hatte langfristig auch ein anderes Ziel. Und zwar, Rainer war zum Zeitpunkt zumindest als diese, naja, nennen wir sie nicht Geschäftsbeziehung, aber nennen wir es doch mal Zusammenarbeit begonnen hat, mit hoher Wahrscheinlichkeit bei der First Day Company unter Vertrag. Dieser Vertrag hat natürlich einiges verhindert, geschäftlicher Natur. Also man konnte mit Rainer natürlich nicht die Umsätze generieren, die man hätte gerne generieren wollen. Also hatte man gehofft, abzuwarten. Und das hat man dann auch getan. Und zwar, man hat abgewartet. Bis zu einem gewissen Datum. Und an diesem Datum war dann klar, dass die First Day Company Rainer nicht aus diesem Vertrag entlassen wird. Um dieses Datum herum wurde dann Rainer wahrscheinlich auch irgendwann vor die Tür gesetzt. Also langfristig war mit Rainer von Kartall aus tatsächlich geplant, irgendwie ein Management aufzubauen, Rainer da irgendwie managementmäßig zu führen, Geld mit ihm zu machen, Shows mit ihm zu machen, ihn wahrscheinlich dann auch zu verschachern, irgendwie an irgendwelche Nischen-Fernsehsender oder TV-Formate und so weiter und so fort. Also man hatte wirklich den Wunsch, das große Geld mit Rainer zu verdienen. Aber wie es mit Rainer natürlich immer ist, die Sache war von Anfang an völlig utopisch. Und auch im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, habe ich selber da, glaube ich, auch ein bisschen mehr rein interpretiert in diese ganze Geschichte, als am Ende wirklich war. Warum das so war, hatte für mich, ehrlich gesagt, nur den einen Grund, dass ich es nicht fassen konnte, dass ein erwachsener Mann, der ja erstmal vom Prinzip her voll und ganz im Leben steht, und zwar als Vater und irgendwie ja auch Selbstständiger und Ehemann, dass der hingeht und sowas tut. Das war mir wirklich, ehrlich gesagt, völlig schleierhaft und ich kann es bis heute nicht glauben, aber ich glaube, man muss mittlerweile einfach an dem Punkt stehen und sagen, nee, es war wirklich so, man wollte aus reiner Barello 2.0 machen und das hat einfach nicht geklappt. Ja, das ist so die Kartall-Geschichte, die könnte man jetzt nochmal in allen Facetten irgendwie aufführen, aber ich möchte die eigentlich nur resümieren. Für mich persönlich war das eine wahnsinnig anstrengende Episode aus dem Drachengame. Nicht nur, weil ich persönlich da irgendwie ein Stück weit involviert war, sondern weil auch die Geschichten, die darum entstanden sind, so verworren waren und auch so langweilig, wenn man ganz ehrlich ist, dass es mir wirklich schwer fiel, der Geschichte zu folgen. Und ich bin auch ehrlich, ich habe zwischendrin eigentlich auch gar keine Lust mehr gehabt. Und auch TikTok selber hat das für mich auch nochmal ein bisschen mehr befördert, auch nochmal jetzt zu sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf, denn den Wahnsinn, den wir da gesehen haben, das wird sich in den nächsten Jahren immer wieder genau so zutragen. Und wenn es halt nicht auf TikTok ist, dann ist es halt auf Kick oder auf irgendeiner anderen Schrottplattform, die halt irgendjemand aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen dann wieder aus dem Boden gestampft hat. Wo unser Wongel halt dann wieder draufwongelt und dann wird da halt wieder streamen und wieder Partner werden und dann wird er das wieder ein paar Monate oder Wochen machen, bis ihn die Hater halt da wieder runtergekickt haben. And the story proceeds. Also es ist halt immer die gleiche Geschichte, die da abläuft. Ein anderes großes Ding in diesem Jahr. Und ich glaube, das ist eine Sache, die auch viele Leute sich bis heute immer wieder gefragt haben. Also was ist denn da eigentlich abgegangen mit dem Lager und woher wusste man eigentlich auch immer, wo Rainer sich befunden hatte? Also Fakt ist, Rainer befand sich, nachdem er aus der Schanze geflogen war, oder geflogen war, er ist ja gegangen im Endeffekt oder hat sie halt verkauft, längere Zeit bei Steffen, dem Dorfspion. Und ja, Steffen hat davon auch gut profitiert, kann man sagen, verschiedene Art und Weise. Rainer hat da auf jeden Fall gut gelöhnt, das ist Fakt, und Rainer hat da auch gut gelitten, das ist auch Fakt. Das ist auf jeden Fall, durch Steffen hatte man auf einmal Zugriff auf Rainer. Also viele Leaks, die
dann aus dieser Zeit nach dem Schanzenauszug gekommen sind, die kamen tatsächlich von Steffen. Und auch diese Verfolgung von Rainer, also das Wissen, wo Rainer sich denn gerade befindet, in welchen Hotels, das ist über diese Connection zustande gekommen. Wie genau? Und zwar bei Windows einen Ortungsdienst für Windows-Geräte gibt. Und anhand dieser Funktion war es über Monate hinweg immer wieder möglich, Rainer zu finden. Rainer kam aber natürlich irgendwann selber auch drauf, dass das möglich ist und damit fiel dann auch diese Option weg. Also da gab es ja auch lange Verwunderungen, wie war das möglich, dass die Leute überhaupt immer wussten, wo ist Raini? Das war der Grund. Also man konnte das einfach anhand dieser Gerätesuche nachvollziehen, die wurde aber irgendwann dann von Rainer ausgestellt und dann gab es natürlich auch keine Rückverfolgung mehr. Eine andere, ja, ich glaube... Ich würde es Episode nennen, denn ich glaube, es ist eine Odyssee, die sich, glaube ich, auch noch daraus erstrecken wird. Ich kenne den Ist-Stand aktuell nicht ganz genau. Ich denke, viele in den Kommentaren werden mich da bestimmt auch gerne auf den neuesten Stand bringen. Aber ich würde behaupten, für mich persönlich, und da würde ich jetzt auch gerne noch mal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen, die absurdeste und wirklich dümmste Aktion aus dem vergangenen Jahr war tatsächlich der Lagerraid. Ja, der Lagerraid mit Klonter, der wirklich an Dummheit und an... Ich finde eigentlich gar keine Worte für dieses, ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnen soll. Also jetzt mal hands off, ich habe mir hier zwar ein Skript geschrieben, das ist ein bisschen länger, aber ich gehe jetzt mal hier durch den Lagerraid einfach durch, wie ich ihn gefunden habe. Ich habe die Sache mehr oder minder live, man kann sagen live miterlebt. Es war absurd, es war lächerlich, es war absurd und es ist auch an Dummheit nicht zu überbieten. Am Ende machen sich da eine Handvoll Personen nicht mal geringfügig strafbar, sondern wohl schon etwas ärger strafbar für einen Haufen Dildos und natürlich diese scheiß verfickten Drecks-Rudi-Tapes und das ist auch so eine Angelegenheit. Diese Drecks-Bänder, jeder hat es gewusst, jeder wusste, dass diese Bänder Schrott sind. Also jetzt sagen wir doch mal ehrlich, wer von euch hat erwartet, dass auf diesen Bändern irgendetwas drauf sein könnte, was nur in irgendeiner Art und Weise spannend oder neu oder in irgendeiner Form revealing hätte sein können? Natürlich ist da nur Scheiße drauf. Natürlich finden wir da keine 30-minütige Rudi-Audioaufnahme, in der er hingeht und sagt, oh mein Sohn Rainer, das sind meine letzten Worte an dich. So ein Bullshit. Mit den Rudi-Tapes verhält sich's wie mit anderen Dingen auch. Und zwar, es ist manchmal besser, nicht zu wissen, ob die Katze tot ist. So, die Rudi-Tapes sind Schrödingers Katze des Drachengames. Und es wäre besser gewesen, die Box einfach zuzulassen und vielleicht einfach für immer zu fabulieren, dass auf diesen Tapes ja der heilige Gral des Drachengames drauf sein könnte. Nein, man wollte aber für Klicks und Barren stattdessen lieber diese Tapes besitzen. Man ist in dieses Lager eingestiegen. Man hat dann auch noch Krams und Nippes mitgenommen, dessen Wert sich ja auch im so geringfügigen Bereich bewegt, dass man sich auch schon allein deswegen fragen kann, warum man denn überhaupt so eine dumme Sache tun sollte. Aber ja, man hat es getan. Man hat es getan und am Ende hat man es natürlich für eine Sache getan, die im Drachengame immens wichtig ist. Und zwar Klicks und Aufmerksamkeit. Und das ist auch ein Ding, zu dem ich dann gleich mal überleiten werde. Klicks und Aufmerksamkeit. Machen wir kurz den Deckel, Rudi-Tapes, Lagerraid zu. Also das war wirklich mit einer der größten Sargnägel 2023. Sowas selten Bescheuertes habe ich wirklich noch nie gesehen und ich habe einfach die Befürchtung, dass man im nächsten Jahr einfach schonungslos so weitermachen wird. Ich habe das starke Gefühl, man setzt da einfach wieder mit der Brechstange an und zieht durch und ich kann das nicht mehr. Ich kann diesen Wahnsinn nicht mehr und ich kann auch diese Dummheit nicht mehr, denn man muss auch mal eins sagen, fernab von diesem Lagerraid, der ist scheißegal, am Ende, das ist eine große Dummheit, die Leute begangen haben, für die sie bestimmt auch noch gerade stehen werden. Da wurde aber am Ende nichts beschädigt, blöd gesagt, außer die Person an sich und dass man halt Rainers Besitz irgendwie beschädigt hat. Aber
sprechen wir mal von Dingen, die ähnlicher Natur sind, und zwar Informationen. Und so ist es im Drachengame immer wieder. Und das ist ja auch ein Ding, das immer wieder für Unmut sorgt, und zwar, dass Leute dann wütend sind, dass Informationen zurückgehalten werden. Aber es sei euch halt einfach gesagt, das Problem mit Informationen im Drachengame sind solche Leute wie Klonter oder auch andere. Denn wenn diese Leute Informationen besitzen, passiert eins: Sie denken nicht viel drüber nach, sie denken auch nicht drüber nach, ob es vielleicht sinnvoll sein könnte, diese Informationen, die man jetzt gerade hat, in einer anderen Form zu verwenden, also indem man zum Beispiel irgendwo anruft, um was zu erfahren, oder eine Mail absetzt an irgendjemanden, oder. Es gibt ja x Varianten, wie man dann Informationen irgendwie verwenden kann. Nein, die werden dann einfach ins Internet geplärt. Und das Endergebnis davon ist, dass halt dann betreffender Klonter oder wer auch immer sich halt gut Klicks reingefahren hat, aber dass man halt dem großen Ziel oder dem angeblich großen Ziel, dem Dicken keine Klicks und dem Dicken endlich aus dem Internet zu entfernen, halt einfach mal wieder die Hörner aufgesetzt hat. Und das ist im letzten Jahr, habe ich das so oft miterlebt, dass es, also es tut weh, es tut wirklich weh, und ich frage mich dann teilweise auch, warum die Leute denn sich nicht irgendwie in anderen Games rumbewegen. Also ich meine das ja gar nicht böse, aber also wenn es dann dazu verkommt, dass dann dieses Ich bin ein Troll nur noch dieses Ich bin ein Troll ist, um dann möglichst schnell irgendwelche Informationen auf YouTube rausshooten zu können, um sich dann Klicks einzufahren ist, dann kann man es halt einfach stecken lassen. Weil dann ist man halt ein Mr. Use Time oder ein Mr. Trash Pack oder was auch immer, aber dann ist man halt nicht das, was man halt irgendwie gerne vorgibt zu sein. Und damit kann man das Fass auch erstmal zumachen. Was ist jetzt? Rainer ist wieder allein, auf Abwägen, realitätsfremder denn je, und der Rest läuft halt weiter. Die Reaktoren machen weiter vor sich hin, Ani ist zurück, Bold Move auf jeden Fall, erstmal seinen Kanal mit 10.000 Kaufabos zu boosten, aber Bahne müssen verdient werden. View-Zahlen und Abos, ja, sind da hingegen nicht so prickelnd. Also er hat den Stand von davor wieder erreicht, aber ich glaube, es gibt auch kein Wachstum. Und ja, jetzt, wo die Aktion ja lossiert werden soll, dem Dicken keine Klicks, da bin ich ja mal gespannt, wie das dann genau ablaufen wird mit dem YouTube-Kanal. Also man hat ja da versucht, sich auf Twitch irgendwie breit zu machen. Das hat, glaube ich, auch nur so semi-erfolgreich geklappt. Also am Ende müssen die Leute vielleicht sich einfach auch mal die Frage stellen, ob man nicht irgendwie langsam in eine Erklärungsnot kommt, wenn man so abhängig von Rainer ist. Also ich gucke mir das bei Henk immer wieder an, der versucht es ja wenigstens noch anderen Content zu produzieren, aber da schaltet ja auch keiner ein. Also es interessiert ja wirklich niemanden, ob Henk über Schalke redet oder ob er Seven vs. Wild guckt oder was er halt dann auch immer wurstelt und tut. Und woran liegt es? Also auch zu diesem Reaktorengebäsche und so weiter und so fort. Fakt ist, diese Leute haben Rainer als Einnahmequelle verstanden, die simpel zu bedienen war. Man hat es lange Zeit gefahren, man hat dann auch immer mal wieder Stunts versucht, eben wie Seven vs. Wild Restream oder unsere Fußballwoche oder so. Aber am Ende sind eigentlich diese ganzen Leute ja immer wieder zum Entschluss gekommen: Ich bin halt ein Reaktor, ich kann nicht viel, ich bin niemand und ich habe auch nicht viel zu erzählen. Ergo brauche ich halt Raini, also Raini muss halt wieder liefern. Dementsprechend wird sich's auch bei denen weiter verhalten, wie sich's verhält. Es wird halt restreamed und reacted und man wird halt seine dick, dick, dumm, dumm Leertasten-Commentaries abgeben, wie die Jahre zuvor auch. Also auch hier keine neuen Ergebnisse, ewige Stagnation, endloses, was auch immer. Also, und es zieht sich durch dieses Drachengame. Ich meine es wirklich ernst, es ist halt nichts Spannendes mehr dabei. Es passiert nichts mehr. Diese Jessica, Rainers neue Mulle oder Ex-Mulle oder was auch immer, das ist halt auch nur eine Nomona Teil 2 oder eine Ariella 3.0 oder bezeichnet sie, wie ihr sie wollt. Es ist egal. Die Dinge wiederholen sich und wiederholen sich und wiederholen sich.
Und das Einzige, was sich ändert, ist, dass die Hater-Seite immer dümmer und wahnsinniger wird und dass die Rainer-Seite immer abgefuckter und ekliger wird. Und das ist einfach ein Zustand, mit dem ich mich nicht länger auseinandersetzen will. So. Und ich sage jetzt nicht, dass jeder Hater abgefuckt und eklig ist und dass alle YouTube-Hater scheiße sind und dass jeder, der mit Rainer sich noch auseinandersetzt, ein schlechter Mensch ist. Nein, das sage ich damit nicht. Aber es ist eine Tendenz, einfach abzusehen. Das Game verliert an Qualität und natürlich verliert es das, denn alles, was sich totläuft, verliert einfach an Qualität. Und wir müssen nach 10 Jahren sagen, es hat an Qualität verloren. Es gibt doch keine Entwicklung mehr. Würden wir jedes Jahr dieser 10-jährigen Odyssee in eine Staffel einteilen, dann müssten wir, glaube ich, alle unisono zum Entschluss kommen, dass es von Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr qualitativ und story- und plotmäßig abgenommen hat. Und jetzt stehen wir hier. Wir haben obdachlosen Rainer, der schwänzelt mit irgendeiner Crack-Mulle durch die Gegend, die irgendwelche weirden Balla-Balla-Tanzvideos aufnimmt, was weiß ich. Und unser Raini erzählt uns halt im Internet wieder, dass alles super läuft und dass die Hater doch eigentlich schon lang verloren haben. Ja, natürlich. Warum sollte er denn auch was anderes tun? Also, ja. Und jetzt haben wir noch 2 letzte Punkte, die, glaube ich, auch viele Menschen interessieren und die ich dann auch noch mal kurz ein bisschen, ja, besprechen will. Und zwar, wir haben einmal Ronny Ben Benedikt Huber, wie er sich denn jetzt auch immer nennen mag. Also er heißt Benedikt Huber oder Benjamin Huber. Who knows? Unser Ben, Benny Ben, Ben Only Friends, Rainers Lutschi-Freund von Discord. Der Mann existiert und hat in letzter Zeit viele Dinge getan. Ich habe keine Ahnung, ich habe es auch ehrlich gesagt nicht verfolgt, da mich Ben wirklich ein Scheißdreck interessiert und auch der ganze Wisch um die Person und um Rainers Discord-Dullis interessiert mich wirklich nicht. Was ich euch zu Ben sagen kann, ist folgendes: Der gute Herr wohnt in Berlin, ich vermute entweder in Bernau oder in Henningsdorf. Wo genau, kann ich euch leider nicht sagen. Er ist verheiratet, er ist Familienvater und er ist wohl beruflich immer mal wieder mit Behörden irgendwas am Machen. Ja, so viel kann ich euch zu Ben sagen. Mehr weiß ich leider auch nicht und leider auch nichts Detaillierteres. Und wenn ich mehr haben würde, würdet ihr es auch schon wissen. Also auch nochmal dazu, und da möchte ich auch nochmal kurz einen Plot aufmachen, der mir einfach im letzten Jahr so wahnsinnig sauer aufgestoßen ist. Man kann im Drachengame mittlerweile nichts mehr tun oder auch nicht nichts tun, ohne dass Leute da anfangen, komische Dinge hineinzuinterpretieren. Ich habe in den letzten Jahr 2-mal eine kleinere Pause genommen, die Pause jetzt und auch die Pause vor einigen Wochen schon mal. Und diese beiden Pausen hatten eigentlich nie wirklich was mit dem Game zu tun. Also natürlich, klar, sie hatten was mit dem Game zu tun im Sinne dessen, dass ich es einfach leid war, mich gerade damit auseinanderzusetzen, aber sie hatten halt nichts Tiefgründigeres mit dem Game zu tun. Also es gibt ja dann immer die absurdesten Spekulationen, also wir haben dieses Jahr von Pyramidengrafiken über irgendwelche komischen Fake-Screenshots ja alles Mögliche gesehen. Auch das ist ein Indiz, dass wir uns einfach mittlerweile, ja, dem Ende zu bewegen. Also es wird halt immer absurder und grotesker und die Leute, die ins Game reinschwappen, die dann solche Dinge halt auch lancieren und halt irgendwie propagieren, die sind halt auch völlig Banane und kaputt. Also wenn ich dann heute teilweise auf irgendwelche Drachenlord-Community-Discords gehe, dann sehe ich dann zwar trotzdem noch eine Handvoll Menschen, die wie ich irgendwie nach 10 Jahren es immer noch nicht geschafft haben, einfach Metal Off zu sagen, aber ich sehe halt auch immer mehr Leute, die vor 10 Jahren einfach das gewesen wären, was Rainer damals war, und zwar Ziele. Also ich würde behaupten, die Drachenlord Community Discords, nicht alle, aber viele von ihnen sind halt die größten Honeypots für Hater und für Trolle, die jemals existiert haben im deutschsprachigen Raum, und macht euch doch selber ein Bild davon. Also wenn ihr nie auf Discord seid, macht es doch einfach mal, geht mal auf einen großen Drachenlord-Community-Discord und guckt euch mal die Leute an, die da drauf rumspringen. Und dann macht euch mal Gedanken drüber, wie das denn irgendwie zusammenpasst. Also, wie passt es zusammen, Rainer wegen irgendwelchen
Fetischen oder Vorlieben oder Verhaltensweisen zu schämen, aber dann zum Beispiel teilweise selber genau der gleichen Dinge schuldig zu sein? Oder wie passt es denn, Rainer den Vorwurf zu machen, dass er ein dicker, übergewichtiger, ekliger, fetter, arbeitsloser Versager ist? Und wenn man dann aber irgendwie auf die Discord-Bio von irgendjemandem drauf guckt, findet man das Facebook-Profil vom Ich bin Mitte 50 komplett kaputt, rauche jeden Tag 2 Stangen Zigaretten und habe seit 4 Monaten das Haus nicht mehr verlassen. Also natürlich gab es die Leute immer, aber es werden halt, also die kritische Masse dieser Personen, die mittlerweile da ist, ist einfach groß. Und das ist auch ein Grund, wo ich einfach sage, da will ich nicht mehr drinne sein. So, da habe ich keine Lust mehr zu. Und auch diese Leute sind es dann, die erstens immer sehr forsch mit einem kommunizieren. Das ist mir prinzipiell erstmal egal, aber ich frage mich einfach, woher die Erwartungshaltung kommt, mir gegenüber irgendwas verlangen zu können. Was mir da Leute wie so ein Idefix oder so für Zeug geschrieben haben im letzten Jahr, ich würde es ja gerne hier präsentieren, aber es wird auch gar nichts bringen, weil man es inhaltlich gar nicht verstehen wird. Und dann versucht man sich ja, und dann bin ich ja noch jemand gewesen, der sich wirklich versucht hat, damit inhaltlich in irgendeiner Form konstruktiv auseinanderzusetzen, aber es lohnt sich ja auch nicht. So viel zu komische Leute, Ben und Ronny und was auch immer. Und jetzt haben wir noch einen ganz letzten Punkt, über den ja jetzt, so wie ich das verstanden habe, auch schon wieder ganz groß spekuliert wird. Und zwar Markenrechte, Stefan Gruner und diesen eingetragen und so weiter und so fort. Das ist korrekt. Da folgen hier auch mal 2 Screenshots. Da könnt ihr mal rausnehmen, was der gute Herr alles eintragen lassen hat. Und es ist verdammt viel. Also eigentlich hat er alles sichern lassen, was mit Rainer irgendwie zu tun hat. Und ja, es handelt sich um Drachenlord und es handelt sich um unseren Rainer Winkler. Es geht um diese Marke Drachenlord. Und ja, die wurde gesichert. Und die wurde gesichert für Rainer. So viel kann man dazu sagen. Ich weiß von diesem Projekt des Herrn Gruners leider auch nicht wirklich viel mehr. Ich kann euch Folgendes dazu sagen, das ist das, was man mir gesagt hat. Der Gruner ist jemand, der Rainer ja wohl jetzt nicht mega cool findet, aber der irgendwie das Gefühl hat, dass das nicht in Ordnung ist, wie das mit Rainer läuft. Und das ist ein Typ, der halt irgendwie das Interesse hat, Rainer irgendwie zu helfen. Also wenn ihr mal nach dem Gruner googelt, dann seht ihr auch, der ist sozial sehr engagiert. Also ist ein Mensch mit einer sozialen Ader, der da einfach wohl in Rainer sieht, wie der da halt durch die Gegend sifft und irgendwie sein Leben vor die Wand fährt. Und der Gruner hat die Markenrechte an Rainer sichern lassen mit dem folgenden Hintergrund. Und zwar soll da wohl eine Stiftung zugegründet werden und alle Einnahmen, die dann über diese Markenrechte in irgendeiner Form erzielt werden, werden dann auf dieses Stiftungskonto wohl überwiesen. Und ja, ich weiß dann nicht, ob der Herr Gruner dann praktisch dieses Stiftungsvermögen für Rainer stellvertretend verwaltet, also weil Rainer kann ja mit Geld eh nicht umgehen, oder ob Rainer das dann irgendwie zugutekommen lassen wird, keine Ahnung. Fakt ist auf jeden Fall, der Typ ist kein Hater, der Typ ist aber auch kein Freund von Rainer und der Typ hat auch nichts mit der Kartallbubble oder so zu tun. Der Typ ist einfach nur irgendein sehr sozialer Mensch, der Rainer halt helfen möchte, so wie es andere Menschen in der Vergangenheit auch schon immer wieder tun wollten. Nur, dass er hierbei wohl, ja, ein bisschen weiter denkt als der Rest. Ob das dann auch wirklich sinnvoll ist und ob das dann auch wirklich zu dem führt, was dann ein Herr Gruner sich für einen Rainer wünscht, das wage ich stark zu bezweifeln. Und auch ich wurde dazu angesprochen, ob ich da nicht irgendwie unterstützend zu helfen möchte oder tätig sein möchte. Und ja, mit dem Video sollte klar sein, dass ich das nicht mehr möchte und auch nicht mehr kann. Aber also, falls ihr da noch eure Fragen und Bedenken habt, was diesen Gruner angeht, ja, da gibt's nichts viel zu wissen. Der Mann möchte Rainer einfach helfen. Ich vermute sogar, wenn ihr ihn freundlich anschreibt, wird er euch sogar darauf antworten oder euch Rede und Antwort stehen. Aber in dem Fall, bleibt freundlich, der Mann will also niemandem was Böses und auch schon gar nicht irgendwie uns oder irgendwie Rainer in irgendeiner Form krass unterstützen oder auf eine komische Art und Weise da supporten.
Und man muss auch dazu sagen, warum das schon so lange eingetragen ist und warum da jetzt so lange nichts lief und jetzt wieder was läuft, lag einfach an Katall. Also dem Herr Gruner, so wie ich das verstanden habe, war das sehr unangenehm, dass Rainer da Kontakt zu diesen sehr unseriösen Leuten hatte und der hat dann halt sein Stiftungsprojekt einfach über die Dauer, wo Rainer mit denen irgendwie was zu tun hat, da auf Eis gelegt. Klar, jetzt wo Rainer halt wieder frei ist, da wird der wohl halt sich gedacht haben, gut, dann hocke ich mich hin und mache das jetzt wieder und guck mal, dass das da an den Start kommt. Ich würde sagen, ich habe alles gesagt. Also nein, ich habe nicht alles gesagt. Und es gäbe bestimmt auch noch viel, viel mehr zu sagen. Und das Video war vielleicht auch ein bisschen konfus stellenweise, weil ich mir zwar ein Skript geschrieben hatte, aber am Ende redet man dann doch sehr frei über die Dinge und jetzt gegen Ende will ich einfach auch nochmal so ganz frei drüber reden, wie ich das letzte Jahr empfunden habe und wie ich das für mich einrahme, was ich da auch für mich draus ziehe. Also ich muss sagen, es hat mir durchweg eigentlich super viel Spaß gemacht. Ich hatte sehr viel Freude, mit verschiedenen Menschen zusammenarbeiten zu können und es hat Spaß gemacht, mit diesen Leuten Dinge irgendwie umzusetzen und auch ja, euch was präsentieren zu können, euch Content zu liefern, der euch irgendwie unterhalten hat, der euch vielleicht irgendwie vielleicht auch informt hat in einer Art und Weise. Also es war mir eine Freude, tatsächlich. Ich hatte die meiste Zeit eigentlich Spaß. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß an den Livestreams, muss ich sagen. Die waren wirklich gut. Also ich muss wirklich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut läuft, aber teilweise war ich wirklich erstaunt, wie angenehm diese Livestreams waren. Und ich muss wirklich sagen, ich war teilweise auch wirklich erstaunt, wie viele Menschen diesen Livestreams teilweise gefolgt sind. Also auch nochmal vielen, vielen lieben Dank an euch alle, die dann an diesem einen Abend vor kurzer Zeit mal da waren, wo wir, glaube ich, knapp 900 Zuschauer im Livestream hatten. Und das hat mich dann wirklich auch schon ein bisschen berührt, weil das natürlich auch schön ist, wenn man irgendwie das Gefühl hat, ah, wow, also irgendwie eine Audience von fast 1000 Menschen, die hört einem zu und die interagiert da einem mit einem irgendwie und möchte da irgendwie auch Content von einem sehen und das freut mich. Aber mir ist einfach klar, ich kann das nicht mit den Inhalten. Ich will Content liefern und ich will auch in Zukunft Content liefern. Ich will nur anderen Content liefern. Ich will da weitermachen, wo ich mit diesem TikTok-Video begonnen habe vor einiger Zeit. Also ich möchte in ernste Themen rein oder in ernsthaftere Themen. Ich werde bestimmt dann und wann auch immer noch einen Ausreißer machen in so die ein oder andere Lolkau sozusagen. Aber ich will das nicht mehr mit diesem Drachenlord. So komisch, wie das klingt. Das ist mir einfach zuwider mittlerweile. Ich möchte mich selber damit nicht mehr beschmutzen. So, ich merke das einfach auch, dass mir das launemäßig nicht gut tut, mich damit auseinanderzusetzen, weil es mich einfach runterzieht. Und ich finde es einfach auch nicht schön. Und ich denke mir halt dann immer wieder, es gibt so viele Themen und auch so viele Dinge, die interessant und erzählenswert sind oder recherchierenswert. Und da will ich in Zukunft viel mehr und viel eher meine Energie reinlegen und auch meine Zeit reinlegen. Und mir ist natürlich klar, dass dieser Schritt, den ich jetzt hier gehe, bestimmt auch viele Leute hier kosten wird, sozusagen. Also, dass halt viele von euch jetzt vielleicht auch sagen werden, hey, ich habe dich für Drachenlord abonniert, wenn du jetzt was anderes machst, dann interessiert mich das nicht mehr. Und das kann ich auch voll und ganz akzeptieren, das ist super legitim. Also drückt ruhig auf De-Abo, wenn ihr in Zukunft noch Drachenlord erwartet. Aber das kann ich nicht mehr liefern und ich fände es auch sehr unehrlich, ehrlich gesagt, weiterhin Content zu machen, von dem ich selber nichts mehr halte. Also natürlich, ich werde zum Beispiel mein Cyberlord 1510-Projekt werde ich immer noch weiterverfolgen. Und das ist halt auch so ein Punkt. Ich finde dieses Projekt mordsgeil. Ich habe da wahnsinnig viel Spaß dran, das zu animieren und mich da auch mit auseinanderzusetzen, weil das ja auch mehr wie Animation ist. Das ist ja ganz viel Kamerawinkel, Lichttechnik, Effekte, Soundtechnik, und so weiter und so fort. Also eine Animationsserie zu machen, ist ja dann nicht nur das Animieren, sondern es ist halt wirklich das Erstellen einer Serie. Und das macht Spaß, aber das braucht wahnsinnig viel Zeit und da fällt mir halt auch auf, ich kann halt
diese Zeit, die ich dafür brauche, nicht nehmen, wenn ich dann auch noch mehr oder minder Zeit aktuell über den aktuellen Schwachsinn rede, den Rainer halt fabriziert. Und auch da will ich die Zeit dann einfach lieber für sowas nutzen. Und lieber einfach für Inhalte nutzen, die sinnvoll sind. Und das wird es in Zukunft hier geben. Und damit werden wir auch in Zukunft hier weitermachen, auch jetzt noch im Dezember. Ich denke, die Zeiten zwischen den Videos werden anders werden als bisher. Also bisher hatten wir immer, oder hatte ich ja immer dieses, es kommen so 2-3 Videos und dann ist mal wieder so 1-2 Wochen Pause und dann kommen wieder 2-3 Videos. Und diesen Turnus werde ich nicht mehr aufrechterhalten können, da ich jetzt auch gerade in der Produktion vom neuesten Video merke, ich brauche wahnsinnig viel Zeit allein schon in der Recherche für diese Videos und weil diese Videos einfach auch wesentlich länger sind. Also ihr werdet euch in Zukunft auf Long-Term-Content einstellen können, der mindestens so 45 Minuten bis eine Stunde geht. Ich hoffe, da wird es einige geben, die sich darüber freuen. Und auch inhaltlich werdet ihr euch auf jeden Fall mit anderen Dingen hier jetzt auseinandersetzen. Also ich will mehr in die Themen rein, die unsere Welt aktuell ja, bewegen und auch irgendwie entscheiden. Weil ich glaube, es ist sinnvoller, über Dinge zu reden, die jetzt passieren und die jetzt auch für uns alle Relevanz haben, als über einen ja, übergewichtigen, gescheiterten Mittelfranken, der irgendwie obdachlos durch die Bundesrepublik wongelt. Wir werden aber nicht nur in solche ernsten Themen reingehen, also ich werde auch immer mal wieder bestimmt was Humoristischeres aufgreifen oder Popkultur oder Trivia und so weiter und so fort. Also auch da werde ich gerne mal meine Blicke reinwerfen und auch euch will ich dazu anhalten, mir in den Kommentaren doch einfach zu sagen, was für Content ihr cool fändet, was ihr interessant fändet, was ihr von mir vielleicht auch gerne einfach hören wollen würdet. Also vielleicht sagt ihr auch, hey, keine Ahnung, wir fänden es jetzt als deine Zuschauer super cool, wenn du das und das in Zukunft machen würdest. Und ich höre mir das gern alles an und lese mir das auch super gern alles durch. Genau. Das war jetzt ein etwas längeres und vielleicht auch ein etwas, ja, nicht so gestreamlinedes Video als sonst. Also der Faden war vielleicht heute ein bisschen verwirrend. Aber mir war es einfach nochmal wichtig, irgendwie alles so reinzuwerfen, was mir so gefühlsmäßig und auch gedankenmäßig zu dem Thema Metal Off einfällt. Und das euch zu vermitteln, euch auch nochmal irgendwie die Dinge mitzuteilen, die ich weiß. Und denn ich habe mir gedacht, es wäre jetzt ein bisschen absurd, wenn ich jetzt sage Metal Off und dann habe ich vielleicht Infos, die eventuell andere Leute nicht haben. Und dann geht es verschütt und man fragt sich irgendwie, was ist da nur los. Also in dem Sinne hoffe ich da auch nochmal den einen oder anderen irgendwie informiert haben zu können. Und ich sage, nach über 10 Jahren Drachengame. Danke und Grüße gehen raus an die Leute, die mich die letzten 10 Jahre begleitet haben. Und um das jetzt hier mal jemandem zu klauen, der das ja auch gerne tut, Grüße gehen raus an Gundi, Reinherr, Sparky, Kasperl, Luna Popcorn, Sekal, Mimon, Märkische, Ofi, RBS, React, Carré, der Lügenlord Ticker, Boku Vaero, V-Lord, Little Mai, Sperrcast, Philippa, Struwelreiner, Captain Metal, Schelm, Balder, Schimmelpunk, Puderquaste und natürlich meine Admins, Verdammnis, Enolmux, der Medienberater und Schanzi. Vielen Dank für die letzten 10 Jahre. Vielen Dank an alle, die ich ja immer mal wieder hören durfte auf Discord oder auf Twitter, irgendwie lesen durfte und so weiter und so fort. Es war witzig und es war verrückt und ich bin froh, dass es vorbei ist. In diesem Sinne, Metal Off und wir sehen uns in einem anderen nicht Drachenlord-relateden Video in der Zukunft.